Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored The Knife of Dunwall. Ich liebe diesen Namen. Ich sag den so gern. Ich bin der Baume und wir haben es bei mir mittlerweile gerade kurz vor 18 Uhr. Und wenn ich es mal hochrechne, bin ich jetzt schon seit fast 23 Stunden wach. War ein verrücktes Wochenende, fragt nicht nach. Es hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Rechnet mal nach. Ich bin gestern 19 Uhr aufgestanden. Es hat sich nicht mehr gelohnt, nochmal schlafen zu gehen. Ich bin gerade megamäßig aufgekranzt. Ihr kennt das doch bestimmt, wenn man so eine Nacht durchmacht, dann ist man so irgendwo gefangen zwischen nicht schlafen können und nicht schlafen wollen. Fuck! Falscher Knopf. Arr! Scheiße! Da habe ich mich verklickt. Aber ich habe ja jetzt eine super Ausrede, denn ich bin so 23 Stunden wach. Wie habe ich das auch eingefädelt? Ja, ja. Ich lege den trotzdem hier daneben. Vielleicht fühlt sich die Leiche ja inspiriert, jetzt auch mit Schnarchen anzufangen, wer weiß. Lieber das. Wer summt denn hier? Ist der über mir? Der ist anscheinend über mir. Oh, ich bediene mich hier erstmal am Tablettchen. Upsi. Pieros Mana-Elixier. Ein sehr schönes Gebräu. Habe ich super Töfte gern. So, und du da? Der an der Ecke steht. Und gerade den Kopf umdreht. Mit dem dicken Gerät. Geh mal darüber. Was ist das? Eine Mehrwegflasche? Die kann ich ja nochmal benutzen. Ist gar nicht kaputt gegangen. Der hat es nicht mal gehört. Was soll das? Gott, ich bin noch so in Thief drin. Ich möchte das Ding dort klauen, damit ich... Ach, weißt du was? Wozu der... Oh, jetzt bewegt er sich ja doch. Bleibst du dann noch eine Weile so stehen? Das wäre super. Das war der richtige Knopf. Das ist genau der Knopf, den ich vorhin auch schon drücken wollte. Das eine hängt links an der Maustaste, das andere rechts an der... Das kann man ja wohl mal verwechseln. Kann ja mal. Ein Leben weniger auf der Welt. Guck mal, wie viele... Hä? Okay, Leichen despawnen, aber Schnarcher nicht. Interessant. Ich behalte das im Auge. Den habe ich wirklich sehr günstig gelegt. Wird eine peinliche Situation, wenn die beiden aufwachen. Aber hey, Hude verkehrs. Ja, die Putzfrau wahrscheinlich. Scheiße. Ich bin übermüdet, ich erzähl wirr, aber ich glaube, das ist lustig. So, was haben wir hier? Hauptsache, wir haben hier keine Menschen. Gut. Ich mag Menschen nicht. Dann nehme ich meine Let's Plays gerne alleine auf. Und nicht irgendwie im Bus oder so. Du knirscht und knatscht so laut. Was? Schaff ich... Ja, aber selbst vor Feierlich beschaffe ich mir den Schlüssel. Da ist ein Dingsbums drin. Ich brauche Dingsbumse. Zum Dingsbumsen. Reparaturnotiz. An alle Mitarbeiter. Justiziar Timsch hat sich über die quietschende Tür beschwert. Auch meine Stimme quietscht ein wenig. Also wurde sie entfernt und zur Reparatur geschickt. Bitte werft nichts in den Schacht und verzichtet auf die üblichen Albernheiten. Die Geschäftsleitung. Ohoho, die Geschäftsleitung, meine Damen und Herren. Da könnte ja jeder mit Geschäftsleitung unterschreiben. Das würde ich mal auf Arbeit machen. Ein kleiner Scherz so. Das heißt, ich komme jetzt easy peasy ins Nachbarzimmer. Nicht schlecht. Oh, weißt du was? Nur für den Fall der Fälle. Kein Bock auf Stress. Da habe ich doch gerade schon wieder wen rumschleichen gesehen, oder habe ich mich geirrt? Das ist meine Fantasie gewesen. Was ist das da? Wieso kann ich das nehmen? Ist das Geld wert? Frag mich, ob es einer merken würde, wenn es fehlt. Was? Was, wenn du fehlst? Das merkt keiner, ich sorge dafür. Oh, der ist böse. Hier ist niemand drin. Sauber. Meins, nom nom. Was bist du? Notiz von Timsch. Scott. Wir brauchen mehr Scotch. Brauchen wir wirklich diese Alarmanlage in meinem Büro? Das Ding ist hässlich. Die Farbe passt nicht. Die Kabel verunstalten die Holzpaneele. Ich bin sicher, die Ausbesserung dieser unsachmäßigen Installation auf dem Fußboden einiger Tausender kostet. Das wird teuer. Arnold. Ja, der Timsch, der denkt halt schon irgendwie ein bisschen, ich hab angstmäßig. Hui, ich fall nicht runter, ich schwebe. Kann ich auch nach oben gucken? Jawohl, ja, da ist Ende. Ja, joink, hatte ich ja Geld im Schrank versteckt. Das hatte bestimmt Angst, dass es geklaut wird, ja. Die Angst war vergebens. Nein, die Angst war berechtigt, sei es wie es wolle. Ich habe ein bisschen Angst, hier den Audiografen anzuschmeißen, weil ich weiß nicht, ob die NPCs das nur hören oder nicht und ob hier hinten einer steht.
Nö. Ausgezeichnet. Ist hier jemand? Nö. Ich mach mal auf, nur dass ich schnell abhauen kann. So, was ist das? Laken. Ja, alle Türen aufmachen. Kürzere Wege für mich. Lieber beim Durchrennen eine Tür schließen, als beim Hinrennen eine zu öffnen, ne? Außerdem weiß ich so schon, wo ich war. Also, die können nicht gut so. So irritierend ist das Haus hier nun nicht, aber. Ach, guck mal hier unsere Mehrwegflasche. Mach's gut! Jetzt! Ah, ich wollte mir schon Gedanken machen. Ich dachte schon, das wäre ein Stein oder so. Kann ich dich klauen? Ach so, nee, ich kann auf dich drauf. Ach, schön. Wer pfeift denn hier nur? Ich mach jetzt das Ding hier an. Scheiß drauf. Benedikt, ich würde gern wissen, was Sie von der Danforth Holding Company halten. Sie ist nur einen Monat im Verzug und war in der Vergangenheit immer zuverlässig. Eigentlich würde ich sofort eine Seucheninfektion vortäuschen und den Firmenbesitz einkassieren. Aber es besteht eine Verbindung zu den Boyles und wie Sie wissen, stehen die auf der Immunitätsliste. Das wäre mir etwas zu riskant, es tut mir leid, aber ich fürchte, dass Sie diesen Konflikt auf eine andere Weise lösen müssen. Schleimiger Typ. Forstal Crowe's Court. Geschätzte Barmittel 2900 Münzen. Oh, Schnäppchen. Grundstück wäre 16.500 Münzen. Hm, da ist schon mehr. Da ist noch wer mit Geld. Noch wer mit Geld. Cat Ride Wrestler. Barmittel an Grundstück und Grundstück vernachlässigbar. Na, der hat's gut. Der wird jetzt nämlich nicht im Zielfernrohr stehen. Blablabla. Arnold, haben Sie vergessen, dass Rutshaw überschwemmt ist? Ich kann dieses Anwesen nicht schätzen. Ah, okay. Alles klar. Und Bedler. Bedler ist bestimmt ein Bettler. Geschätzte Barmittel. Oh, der hat vier. Oh, der Grundstück. Das ist quasi sein Schlachtplan. Wen er als nächstes alles an die Seuche opfert, damit er an ihre Güter kommt. Das Schöne ist, sobald die als verseucht eingestuft werden, werden die ja eh in den überschwemmten Bezirk rausgeschmissen. Ihr wisst, da waren wir mit Corvo. Und spätestens dann werden sie infiziert. Also das ist absolut krasser Handel mit Menschenleben hier. Unglaublich. Mr. Timsch, wir können derzeit keine Aufseher mit einer Spieluhr für ihre Hauswache entbehren. Eine Spieluhr, muss ich an das Lied von Rammstein denken. Alle sind derzeit mit wichtigen Dingen beschäftigt. Wenn Sie einen Angriff durch einen Anhänger der heretischen Künste befürchten, schlage ich vor, Sie kommen so schnell wie möglich zum Holger Square. Hier können wir Sie beraten und schützen. Holger Square, waren wir da? Ist das hier? Aufseher Mollo, Büro des Oberaufsehers. Holger Square, muss da jetzt was klingeln bei mir? Ist das hier? Waren wir da? War das da, wo der Riesenkampf war? Kann ich das hier kaputt machen und klauen? Das hat 150 Münzen. Das war es wert. Das war es wert. Man baut keine Urnen aus Gold. Hallo? Was erwartet ihr? Was erwartet ihr, was man mit Urnen aus Gold macht? Hm? Man denkt sich, ach, die Asche von einem wildfremden Menschen, den ich nicht kenne, die muss ich respektieren. Hm? Die ist 150 wert. Genau. Ich hätte gerne eine Urne aus Holz. Oder aus Papier oder Plastik. Oh! Fuck! Du darfst keinen Alarm schlagen! Fick dich! Warte, halt! Wir können das doch viel stilvoller lösen. La, 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 la. Warum kann ich dich nicht? Warte kurz. Wir machen das anders. Ja. Ich bin noch mal kurz hier drüben. Ne? Du kriegst bestimmt gleich Freunde ran. Ich bin weg. Tschüss. Du bist nicht gestorben, weil ich so ein lieber Mensch bin. Hast du ein Glück gehabt? Du kommst in den Lüftungsschacht. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Da hast du nochmal Glück gehabt. Mann. Okay, ich singe gern. Ja, ist so. Wer tut das nicht? Okay, wir müssen schleichen. Schleichen. Und essen. Der ist jetzt runtergekommen, weil wir das Ding kaputt gemacht haben, ne? So war's doch. Wir waren laut. Audiograf hat ihn nicht gestört, aber sowas stört ihn anscheinend. Dann will ich das mal nicht nochmal machen. Nicht, dass ich noch mehr anlocke. Das wäre fatal. So, ich glaube, hier oben sind echt schon alle Hops. Wo ist der Aufseher Timsch? Der bewegt sich doch durchs ganze Haus. Nicht Timsch. Der ist ja kein Aufseher. Oberaufseher Campbell. Das war ein Aufseher. Der heißt ja auch so. Wo ist denn das? Ich hör's doch. So, mehr schleichen. Danke für Ihr Kommen, Melissa. Was? Wo bist du hin? Ah, die Woche war äußerst anstrengend. Und manchmal geht es mir sehr schlecht.
Ach, Melissa. Doch Sie bringen mich immer zum Lächeln. Trotz dieser Umstände. Ich danke Ihnen, Sir. Ich versuche es. Tja, Melissa. Und wie geht es Ihrer Mutter? Da erwartet dich Oder eine Gehaltserhöhung. Sprechen Sie von der Lage in der Stadt? Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was ich hier soll. Hören Sie nur zu. Es ist eine Art. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Der Lordregent ist auf mich angewiesen, um die Seuche einzudämmen. Mhm. Es stehen schwere Entscheidungen bevor. Sein Dokument, das mir Immunität garantiert, ist mehr Fluch als Segen. Es ist eine Bürde, die auch viel Verantwortung mit sich bringt. Wir alle brauchen Sie, Sir. Jetzt haben Sie mich wieder zum Lächeln gebracht. Da fällt mir etwas ein. Warum bleiben Sie heute Nacht nicht bei mir? Ich werde lange arbeiten und mein Heim bietet mehr als genug Platz für eine zarte Person wie Sie. Oh, also Bescheid. Nein, Sir. Ich möchte mich nicht aufdrängen. Das tun Sie nicht. Wir könnten etwas trinken und die langweiligen Stunden gemeinsam verbringen. Das geht nicht. Mein Mann wartet auf mich. Hm. Da fällt mir ein, ich glaub, das ist die ihm Nachtkutsche egal. Fährt heute nicht mehr. Nicht meinetwegen, sondern wegen des Regenten. Er will, dass sie bereitsteht, falls ich gebraucht werde. Ja! Aber Sir, ich wohne hinter den alten Mauern. Darum brauche ich sie. Ich weiß, darum mache ich mir ja Sorgen. Die Seuche ist nach Westen vorgedrungen. Sogar auf der Market Street und der Fenwick Lane wurden schon Weiner gesichtet. Darum lasse ich sie nur ungern gehen. Aber Sie müssen es ja am besten wissen. Du Schleimiger, es ist Schleimiger, Ihre Schleimiger. Entscheidung. Ja, oh, Sie haben recht. Es passen beide schon ins Schlüsselloch. Sir, ich würde gerne heute Nacht bei Ihnen bleiben. Gut, dann wäre das ja geklärt. Ich werde dann erst mal ein Bad nehmen. Also dann, entspannen Sie sich. Du kannst Sie haben fürs Erste frei. Ihm ja ein paar Handtücher. Ja, Sir, das werde ich. Du Ärmste. Und du etwas Ärmste. Trinken vielleicht. Ja, viel. Es viel könnte trinken. Eine lange Nacht werden. Und ich habe auch Medikamente irgendwo gesehen. Keine Sorge, ich werde es nicht dazu kommen lassen. Hast einen guten Tag erwischt, an dem er dich so angrabbelt. Die Tür werde ich schon mal nicht nehmen, denn da steht sie und ich will nicht, dass sie einen Schreck kriegt. Die hat schon genug Kummer. Ich giere viel mehr nach dem, was hier so vor sich hin plawubbelbubbelt. Mein Gott, ich rede echt wie Funk mittlerweile. Ach, ich find's toll, wie er redet. Ich will auch so reden. Lasst mich auch so reden. Das ist doch nicht schlimm, oder? Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch toll. Ich mach das doch, weil ich's toll finde. Ah! Fuck! Ich stehe gar nicht da. Ich stehe auf der völlig anderen Seite. Alter Schwede. Ich mach dich erstmal ein bisschen K.O. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut, wenn ich dich K.O. mache. Das ist doch gar nicht das Bad. Er hat gelogen. Ohohoho, wer bist du denn? Mein Gott, was hat die denn an? Ist das etwa Delia? Seine verschmachtete, verschmächteltechteltante? Gürteltasche. Scharfe Schlüssel von Tim Stein. Ein Gedicht von Delia. Das ist Delia. Sie war ja Künstlerin. Macht die erstmal ein Porträt haut nicht hin. Eine Selbststatue. Sei es wie es wolle. Die schöne Emily wachet eines Tages auf und sah, wie die Welt nahm einen anderen Lauf. In ihren Augen einer Fremden liest. In ihren Augen einer Fremden List? Auf ihren Mund das Lächeln einer Fremden ist. Das Werk ihrer Hände einen fremden Hass. Ihre Füße folgen einer fremden Straße. Wenn Emily aß, wurde ein anderer stärker. Der fremden Verlangen trieb sie voran und keiner von Emilys Antlitz sah, erkannte, und keiner der Emilys Antlitz sah, erkannte, dass die andere war so nah. Das wird später bestimmt alles Sinn machen. Das wird sich alles aufklären. Keine Sorge, ich bin eine Baume, ich regel das. Ich kann mit ihr reden. Das ist jetzt ein bisschen creepy. Ein kleines bisschen creepy. Oh, das war die falsche Tasche. Ich hätte auch was essen können anstatt so ein... Na, egal. Yo! Dankeschön! Bist du jetzt wütend, weil ich dir dein Artefakt geklaut habe?
Oder, nein, sie hat das gar nicht gemacht. Er hat das jetzt kommt sie hier rein? Nee, du kommst, du drehst dich genau, richtig so, ist besser für dich. Okay, also, warte mal, bevor ich mit ihr rede, rede ich lieber nochmal mit echten Menschen, die ich mir nicht einbilde. Moment, wo ist mal Platz für ihn? Hier. Wenn wir Schuhe in die Hand beißen, die uns ernährt, sollten wir wenigstens den Abzugsfinger erwischen. Ihr habt echt nichts Nützliches zu sagen. Das ist voll schade. Ich dachte auch, wenn man friedlich ist, dann kann man sich das mal mit reinnehmen, weil man hat quasi seine Spione überall. Okay. Und die helfen einem so ein bisschen. Aber nein, also uns hilft eigentlich nur Billy. Wer sind Sie? Ich verstehe Ihre Neugier. Alter! Ich bin anders. Ja, das bist du. Ich ging bei einem Bäcker im Dunwall Tower in die Lehre. War als Kind mit Jessamine befreundet. Dann machte ich mir einen Namen als Malerin. Aber jetzt will ich etwas weitaus Größeres. Ja, du bist... Ich hoffe, das reicht Ihnen. Aus Stein? Denn mehr werde ich nicht sagen. Ich sollte sie einfach töten. Aber ich belasse es bei einer Warnung, meinen Schwestern zuliebe. Sie haben sie in der Vergangenheit sehr beeindruckt. Du hast Schwestern? Halten Sie sich von mir fern. Es wird große Veränderungen geben und ich will nicht, dass Sie sich einmischen. Diese Stein. Mein Arm reicht weiter, als Sie glauben. Was Arnold Timsch angeht, machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Ist mir egal. Ich brauche ihn nicht mehr. Nach der haben Sie gesucht? Naja, ganz schönes Biest. Und die Bilder sind grauenhaft. Hast du das gesehen? Oder? Ich weiß, sie haben ihre Gründe. Puff, weg ist er. Du! Alter! Die! Das ist doch eine Hexe! Die Dorn, die trägt Klamotten mit Dornen. Die sind verwachsen, die ist eine... Die ist scharf. Scheiße, die ist scharf. Alter Schwede. Die will ich nicht treffen. Die dreht mir doch den Hals um. Ich meine, ich bin dort, aber die ist eine... Die hat ein Stück ihrer Seele in dieser Statue gelassen oder irgend so ein Voodoo-Scheiß. Schon wieder? Was? Nein. Oh bitte. Nein. Nein. Renn nicht weg, du Verrückte. Ich brauche Hilfe. Ah, Mann, Zeit verlangsamen. Du musst ruhig sein, Mädchen. Du darfst nicht so viel Krach machen. Wie kann ich denn dich... Ach so, ja, natürlich. Oh, der... So eine Verschwendung. Zur Strafe, ja. Weil du mich verpetzelt hast du mich. Du Böse. Leg ich dich jetzt zu dem ollen, fiesen Typ hier. Und dann kannst du mal sehen, was passiert. Ja, weiß ich nicht zu scherzen mit mir. Und Delilah schaut euch dabei zu. Ich kann mit euch machen, was sie will, hat sie gesagt. Da. Viel Spaß. Da wollt ihr mich verpetzen gehen. Da rennt die los. Ich denke, es hackt. So. Ich habe jetzt seinen Schlüssel. Mensch, wir können hier alles ausräumen. Die ganze Bude. Hier ist nirgendwo mehr eine Wache. Ich bin so glücklich. Oh Mann. Noch eine Urne. Wie viele Urnen hat der denn? Das sind bestimmt keine aus seiner Familie. What the fuck? So sieht sie also in Farbe aus. Ach du Scheiße. Das hat doch jemand im Fieberwahn gezeichnet. Boah. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen stehen und das einen Moment bewundern. Kann ich das irgendwie wegpacken, das Zeug? Ist das das Outro, was gleich losklingelt? Boah. Wahnsinn. Oh, diese Augen. Dieses Bild. Sie hat einen Batarang in der Hand. Oh Mann. Freunde. Wir legen hier ein kurzes Päuschen ein. Dingel. Ja, ihr wolltet doch, dass ich es mache, oder? Wolltet ihr nicht? Nein, jetzt habe ich es gemacht. Mich beschleicht das fiese Gefühl, dass wir Delilah noch treffen werden in diesem Spiel. Und das wird dann das Ende dieses DLCs werden. Ich hoffe, wir können das noch ein bisschen hinausschieben, denn ich habe hier gerade sehr viel Spaß. Zumal ich trotz Übermüdung
Ich fühle mich gar nicht übermüdet. Das ist krass. Es gibt irgendwo so einen Punkt, da kriegt man nochmal eine zweite Luft und dann tschu, geht's wieder nach oben. So ab dem zweiten Energy und der 10. Tasse Kaffee. Wir haben nur einen einzigen Menschen getötet und das auch nur aus Versehen. Es läuft voll gut hier. Wir sind alles Mensch. Mir gehört das ganze Haus. Der ganze verdammte Stadtteil ist meiner. Ich kann alles klauen. Und wir lassen ihn am Leben. Den einen Typen, der es eigentlich verdient hätte. Weil das ist doch so eine fiese Schlange, seid doch mal ehrlich. Dieser schleimige Bastard. Wie der alle verkauft und nur um sich beim Lordregenten einzuschleimen und sein. Der ist ja sowieso schon reich. Was will der mit dem ganzen Geld? Der macht immer mehr und mehr und mehr. Mann. Und wir haben Gnade. Ja, wir haben. Der Dort hat doch. Wir sind doch bescheuert. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das meine ich ernst. Wirklich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist. Ich mach's ja nicht. Doch, natürlich mache ich es zum Spaß. Aber es macht halt eben so einen Spaß, weil mir Leute zuschauen. Das möchte ich gerne nochmal loswerden. Das freut mich unheimlich, wenn ich Kommentare lese oder so. Das ist nicht. Ich sag das nicht nur, damit ich in YouTube irgendwie eine höhere Statistik-Rang-Scheiß kriege. Das ist mir scheißegal. Ich will gar nicht so einen hohen Rang haben. Ich finde das sehr gemütlich, aber. Tempus. Ivi, ihr kommentiert so viel, auch viele andere Leute, Niggemann und Thomas und bla. Ah, ich finde das immer wieder toll, es ist immer so schön und ihr kommentiert einfach nicht nur irgendeinen Scheiß des Kommentierens willen, sondern ihr geht auf die Folgen ein, ihr guckt euch das an, euch gefällt das und mir gefällt das, wenn es euch gefällt, dafür mache ich das so gerne. Oh, jetzt weine ich gleich eine kleine Träne. Nein, das hebe ich mir auf fürs 250er-Special. Helft mir, das zu erreichen. Jetzt sage ich doch wieder, dass es mir um die Zahlen geht. Ich habe so einen an der Schüssel. Ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio. Und sagt doch mal, wenn ich mal zwischendurch wie wer anders rede, so wie zum Beispiel der Kronk oder der Funk oder die Trollin, wenn ich mal, oh, ist das hübsch, sage, dann ist das doch nicht schlimm, oder? Ist nicht schlimm, ne? Ist toll. Wir sind toll. Ich bin toll. Du bist toll. Alle toll. Tschüss.